Wir sind wieder rausgemoved aus unserem kleinen Kanal, aus dem kleinen Zufluss, wieder am Hauptfluss. Und jetzt natürlich auf der Suche nach den Ruheplätzen, nach den Standplätzen. Das wird jetzt eine reine Standplatzfischerei von den vollgefressenen Welsen. Schaut mal hier, 7,5 Meter Wassertiefe, viel Holz im Wasser. Sowas könnte jetzt noch funktionieren. Ich will nicht sagen interessant werden, interessant ist rum. Es wird jetzt definitiv zu kalt, aber sowas könnte jetzt noch irgendwo so ein Chokerfisch bringen. Wir müssen jetzt wieder komplett neu suchen, denn der Flusslauf hat sich natürlich verändert nach dem starken Wasseranstieg. Insgesamt kamen knapp 5,5–6 Meter. Und das schiebt natürlich den ganzen Sand. Das bewegt natürlich den kompletten Flussuntergrund. Rauscht hier gut durch, der Bach. Aber irgendwo hier werden wir jetzt unser Lager aufschlagen und probieren, ja. Wir haben wahrscheinlich ein neues, aussichtsreiches Plätzchen gefunden. Ja, hier ist schon richtig, richtig Sauerei. Überall war Wasser hier auf dem Land. Ich sink hier richtig ein. Müssen mal gucken, ob wir hier oben irgendwo was aufbauen können. Ansonsten halt auf dem Boden schlafen. Ich zeige euch mal den oberen Bereich des Angelplatzes. Ganz spannend. Hier könnt ihr gut erkennen, hier ist überall das Wasser richtig durchgeschossen. Ja. In diesen Nischen hier. Ja, und jetzt ist es halt wieder weg und geht richtig rasant zurück. Hier im oberen Bereich habe ich schon mal angefangen, ein paar Montagen auszulegen. In der Vergangenheit konnten wir ja auch mittags ganz gut was fangen. Hier seht ihr das. Hier ist so eine richtige Vertiefung mit noch ein paar Bäumen im Wasser. Und da haben wir oberflächennah noch ein paar Köder präsentiert, um es zu testen. Hier vorne hängen die direkt in dem Bereich, wo das Wasser hier aus dem Rückland raustritt, zurück in den Fluss. Schön vorne an der Kante. Falls, boah, Wahnsinn, ich könnte verstecken. Falls dann noch irgendwo ein Wels Hunger hat. Und der untere Bereich ebbt aus in eine tiefe Rinne hier am Ufer entlang. Da werden wir mit grundnahen Montagen, mit U-Posen-Systemen die Köder knapp über Grund anbieten. Und es ist auch gar kein großes Hexenwerk, denn wir müssen einfach nur die Frontzone-Bleie vom Vorfach runterziehen. Die Frontzone-Bleie werde ich jetzt an einigen Vorfächern abmontieren und die U-Posen für die grundnahe Köderpräsentation aufs Vorfach draufschieben. Und schon geht's los. Einfach ist es jetzt garantiert nicht mehr, noch Fische zu fangen. Denn die haben in den letzten 2 Wochen, kann man fast sagen, wie das Wasser langsam zum Höchstpunkt gestiegen ist und jetzt wieder in die fallende Phase gegangen ist. Ja, die haben da richtig gefressen. Nach so einem Anstieg sind natürlich immer noch viele Naturuferbereiche unter Wasser, auch jetzt in der fallenden Periode. Also wir angeln jetzt noch nicht im reinen, sauberen Flussgrund, sondern versuchen immer noch an der Graskante zu bleiben. Und in dem Fall werden jetzt die kleinen Bleie gegen U-Posen ausgetauscht mit etwas mehr Auftrieb. 10 Gramm, also nicht zu schwer, keine 30, 40 Gramm U-Posen, aber doch ein deutlich höherer Auftrieb, deutlich mehr Auftrieb, als es jetzt der Fall gewesen wäre ohne den vorhergehenden Wasseranstieg. Wenn der Fluss richtig kalt ist und das Wasser in seinen normalen Bahnen verläuft, würde ich jetzt auf Mikro-U-Posen setzen. Aber der Fluss transportiert noch so viel Dreck, ist noch so aufgewühlt jetzt in dieser fallenden Phase. Deswegen ein bisschen stärkerer Auftriebskörper sollte da zum Einsatz kommen. Und da setze ich gerne auf die Tree-U-Posen. Mit der Wasserverwirbelung wird unser Köder nochmal schön ins Spektrum gesetzt, fällt auf. Vielleicht können wir so noch einen uns abholen.
Morgen hier aus der Schlammhölle. Das Wasser fällt stark weiter. Die ganze Nacht war mega ruhig. Aber jetzt im Morgengrauen kriegen wir die nächste Chance. Und das ist gut so. Wahnsinn hier, Sonnenaufgang und der nächste hart erkämpfte Fisch im Boot. Bei den Bedingungen jetzt gar nicht so einfach, aber wir bleiben dran. Gekommen ist er auf die Free-U-Pose, hier an einem leerlaufenden Überschwemmungsgebiet. Petri rein, Michelle. Petri, danke. Und schicken zurück deinen Wallerwecker. So, Fini ist schön warm verpackt und wir haben auch schon wieder alles zusammengerafft. Es geht weiter nach dem Wels heute früh. Die ganze Nacht war es tot und früh kam der 1,30 Meter Waller, sonst absoluter Totentanz. Man merkt richtig, die Waller haben keinen Bock mehr zu fressen. Wir müssen jetzt probieren, irgendwo an einem Standplatz noch einen rauszukitzeln. Deswegen sitzen bleiben ist jetzt keine Devise. Weiterziehen, irgendwo schnell auslegen und mit etwas Glück dann noch einen Fisch abholen. So, bin mal gespannt, wo wir landen. Weiter geht die wilde Fahrt. In der schönsten Sonne. Die wärmt jetzt auf jeden Fall Geist und Gemüt. Aber wie sagt man so schön? Lieber Kleinwels als kein Wels. Weiter geht's. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wahnsinn, oder? Erkennt ihr die Brücke wieder? Da haben wir sonst schon richtige Monster drin gefangen.
Da sind wir unter dem Prallschutz mit dem Schlauchboot durchgefahren. Alles noch weg. Aber schon wieder eigentlich fast Niedrigwasser. Im Gegensatz zu dem, was vorher war. Richtig spannendes Naturufer, viel Holz drin, auch einiges jetzt, was erst kürzlich beim Hochwasser reingestürzt ist. Aber das Problem ist, ich bin halt nicht allein unterwegs mit meinem Boot, sondern ich habe noch Jungs und Mädels dabei, die ans Ufer irgendwie müssen mit dem Zelt. Und das wird halt definitiv jetzt hier nochmal eine richtige Schlammschlacht. Das wird nicht einfach. Mal gucken, ob wir einen Platz finden, aber das gefällt mir richtig gut. Überall Totholz hier drin. Vielleicht ein Platz, wo sie jetzt liegen, die Wälse. Wir haben uns hier durchs Dickicht gekämpft und uns schön in den Bäumen hier versteckt. Wir haben Platz gefunden, wo zwei, vielleicht sogar drei Boote nebeneinander passen. Vorne müssen wir uns auf jeden Fall in den Steilhang ein paar Stufen reinbuddeln, denn das ist Lehm. Richtig schmierig, nicht, dass da einer losrutscht und kerzengrad hier ins Wasser. Hier direkt unterm Boot sind es direkt 3 Meter. Aber hier können wir viel machen. Die Sonne kommt raus, Wasser hat eine schöne Tiefe von im Schnitt 4 Metern. Hier können wir nach oben und nach unten schön staffeln. Das ist unser Plan. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten jetzt, denn wir setzen uns nicht auf ausgetretene Plätze. Ja, und dann mit etwas Glück werden wir noch belohnt. Hier in diesem Ufer finden definitiv jetzt die letzten Tage dieser Wintertour statt. Und ihr seid dabei, ob wir noch mal belohnt werden, ob wir noch eine Chance haben, einen der sattgefressenen Waller an den Haken zu bekommen. Einen dicken. Wir probieren jetzt 2 verschiedene Techniken. Flussabwärts werden wir definitiv U-Posen einsetzen. Flussaufwärts hier in ganz ruhigen Bereichen, wo die Bäume richtig schön die Strömung bremsen. Gehen wir nochmal auf unsere Top-Water-Systeme. Vielleicht suchen ja die Waller jetzt ein bisschen die Herbstsonne und sonnen sich. Leichte Bleie, 20 bis 30 Gramm Haarmontage und über dem Schwimmer, ich zeige es euch mal, ein Festsystem, damit die Fische nach dem Biss nicht in die Bäume reinschießen, die flussabwärts hängen. So wird das Ganze auf Spannung gebracht und wenn der Waller dann beißt, kann er durch den Karabiner Schnur nehmen. Wir können einen Anschlag setzen, müssen dann aber zum Karabiner hinfahren und den Fisch ausklinken, bevor wir ihn frei drillen können. Und mit einer Reißleine ist es hier definitiv zu heikel, ihr seht es ja selbst. Wenn der abreißt dann die Reißleine und hat freies Spiel, dann schießt der hier unten in die Hecken rein und ist verloren. Das probieren wir aus. Drückt uns die Daumen, dass da noch ein dicker Fisch kommt. Ja, ist gut, Finn. Ja, da haben wir gut was geschafft. Wir haben uns eine schöne Treppe hier in den Steilhang gebuddelt. Die Boote haben wir unten zusammengehangen, in der Mitte das kleinere Boot gelassen, damit wir schön rüber und rüber laufen können mit Fendern, damit es leise ist. Auf der rechten Seite dann eins von den großen Booten, links daneben mein Boot. Und hier oben haben wir unser Camp errichtet. Herr Finny, du freust dich auch.
hier schön rumwildern. Und das Tolle ist an dieser ganzen Geschichte, die Sonne scheint. Haben gut Gas gegeben, sind jetzt früh fertig mit dem Auslegen und hoffen, dass wir nochmal eine Chance bekommen auf den Fisch erstmal. Ja, es muss nicht immer gleich ein dicker sein. Erstmal weiter rackern, das was angeht. Das Wasser fällt weiter rapide. Vielleicht bringt uns die Sonne jetzt eine Chance. Nach oben gegen die Strömung haben wir Freestyle-Montagen gesetzt. Ihr wart ja eben auf dem Boot dabei. Damit der Wels nach dem Biss, wenn die Reißleine knallt, die gespannte Rute federt zurück. Die ganze Schnur wird in sich zusammenfallen. Und man hätte kaum eine Chance, vor allem mit dem ganzen Totholz hier am Ufer, an den Fisch schnell genug ranzukommen. Die Schnur verfängt sich irgendwo, der Wels schießt irgendwo ins Hindernis. Mit diesen festen Auslegern können wir den Fisch an dem Platz halten, wo er gebissen hat, und haben auf jeden Fall eine Chance, dann den Fisch auch sicher landen zu können. Nach unten, die unteren Ruten, haben wir mit U-Posen-Montagen bestückt. Das kennt ihr, aber auch hier feste Umlenker eingesetzt, damit der Fisch nicht irgendwo wahllos durchs Holz flüchten kann. Wenn er an der Anne geht, wird es auf jeden Fall spannend. Ui, da hat es schon geklingelt. Ja. Wenn einer angeht, wird es auf jeden Fall spannend. Ich hoffe nicht, dass wir heute Nacht noch Nebel bekommen, weil dann werden solche Harakiri-Fahrten echt zur Aufgabe. Aber jetzt schaut erstmal alles gut aus. Die Ruten sitzen. Hier oben haben wir ein gemütliches Plätzchen uns gebaut. Sichere Treppenstufen. Wenn es heute Abend nämlich die Sonne wieder weg ist, wird das alles hier rutschig und schlammig, dass wir hier nicht ins Wasser stürzen. So, Daumen drücken, ihr seid dabei, bis zum Biss. Verrückt, sie werden nicht wirklich größer. Aber auch der neue Platz liefert, bringt Fisch. Schauen wir mal. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Da ist er. Und schicken zurück. Mach ich. Petri Dank. So, weiter geht die wilde Fahrt. Es wird jetzt nicht leichter. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Die Sonne geht gerade auf und wir sind mega happy. Der Plan ging auch auf. War zwar nicht der absolute Riesenwels, ja. Aber ein schöner, kleiner Waller, vielleicht 1,20 rum, auf die U-Pose unten im Holz. Aber jetzt mal nicht verzagen, oftmals kommt dann noch im Morgengrauen zur Mittagszeit hin, das war auf jeden Fall die letzten Wochen so, nochmal eine Aktion in der Phase, wo die meisten Welsangler schon einpacken. Wir machen uns jetzt mal einen Kaffee, warten noch ein bisschen ab und dann definitiv alle Routen wieder kontrollieren, checken, vor allen Dingen die U-Posen, ob da jetzt Dreck drin ist, weil der Fluss ja immer noch viel Dreck transportiert jetzt nach dem Anstieg. Und die Top-Water-Montagen, die Festschwimmer-Montagen, ein bisschen nachsetzen. Das Wasser ist heute Nacht wieder ganz schön stark gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wie wir angekommen sind. Da konnte ich mit meinem Boot hier über diesen Baumstamm drüber fahren. Ja, und jetzt habe ich heute Nacht schon nachbinden müssen. Ich habe gemerkt, dass ich wieder so im Hang liege. Ist es ein Stückchen nachgerutscht.
Ja, Fisch kam, sind wir doch wieder auf dem richtigen Wege. Bis später, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Das ist ein guter Fisch. Im Morgengrauen kommt die nächste Aktion und der sah schon ein bisschen besser aus. Schön reingeballert, haben noch leichten Nebel auf dem Fluss. Umgelenkte Top-Water-Montage. Wir müssen da jetzt hinfahren, ausklinken und dann können wir den Fisch frei drillen. Aber das machen wir halt, damit die Schnur nicht zusammenfällt und dann hier in die nächsten Hindernisse flussab. Runter, runter, wieder mit der Rute. Außen gelaufen, Gott sei Dank, mit dem Baum rein, glaube ich. Wenn ich dann da ranfahre, die Rute nicht an den Umlenker bringe, ich muss dann vor aushängen. Der Fisch ist aber schön nach außen gelaufen, das ist gut. So, runter mit der Rute, sonst komme ich nicht mehr hin. So, zack. So, bitte, bitte. Rausgelaufen. Das ist wieder gut, gut. Ein kleiner Fisch ist da. Ein bisschen rückwärts. Ja, großer Fisch. Die Blume. Alter. Und drin seht ihr die Solid Bank. Und so große Extrem. Und einen starken Fisch im Drill. Von Tony. Wie es geht. Will noch nicht. Der ist gut. Was ist der gut?
Tattoo hast du hier auf der Hand. Sieht gut aus, der Fisch. Jetzt. Morgengrauen. Wahnsinn. Wir plus. Ehrlich? Ja. 100 Pro. Das klingt schön. Na dann gibt's heute was zu trinken. Ja, erstmal fangen. Wenn ich an Schwimmer rankomme, dann kannst du mir bescheiden, kann ich ihn runterziehen. Jetzt ballert er ja erstmal noch. Das ist es, warum ich immer sage, kämpfen lohnt sich. Jetzt in der fallenden Phase war es echt nicht einfach, aber dranbleiben, jetzt kommt er langsam. Und das ist kein schlechter Fisch. Heute Nacht noch einen kleineren, aber wer den kleinen nicht ehrt, ist den großen nicht wert. Schon mal ausklinken kann. Okay. Genau. Einfach nur noch anheben. Langsam, ein kleines Stück kannst du noch kurbeln später, aber nur, dass er erstmal den Luft kriegt. Großer Fisch. Ich glaube, hier kommt ein PB. Oh ja, schönes Ding. Schönes Ding. Das ist unser. Das ist der 2 Plus. Definitiv. Schönes Ding. Eieiei. Clone the Dark Front zum Blei, das ist er. Den wollten wir hin ganz knapp. Schön Druck halten. Schön Druck halten. Bam, bam. Und nur ein kleiner Hase von der Harmontage. Dann gucken wir mal. Gut, hab ich. Schön Druck halten. Achtung, nicht zu steil werden mit der Route. Du hast die Klampen am Schlauchboot. Kleines Stück kannst du noch kurbeln. Kannst du dich besser weghalten. Hängt hier der Kollege, hängt da unten in der Lippe. Müsst mal rankommen. Ich hab ihn, Tommy. Schaut mal, wo der hängt. Am ganz kleinen Haken. Da eingezickt. Komm da rein, Tommy. Komm da rein, dein PB. Dafür bist du hier. Das ist dein. Ich würde mal sagen, das ist ein 2 Plus. Den sah aus. Oh, Wahnsinn. Bitte Heilange. Bitte danke. Lang für gekämpft in den Bedingungen jetzt. Starker Fisch. Genau deshalb immer dranbleiben. Nicht verzagen, weitermachen. Dann kommen sie. Danke, Lange.
was soll man dazu sagen? Wir sind mega happy, haben hart gekämpft, eine harte Phase aktuell, aber der 2 Plus kam. 2,5 Meter für den Tommy, bisher sein größter Fisch. Wir hatten eine gute Zeit, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber dranbleiben ist die Devise. Dann klappt es auch mit dem Big Fish. Petri Heil, mega, mega geiler Fisch. Petri, mein Günster. Vielen Dank. Mach mal einen Daumen hoch, damit die Leute mal sehen. Da kommt der Saft raus von den Wallerzehen. Aber dafür sind wir hier. Die Luft entweicht aus meinem Bootszelt. Die Ventile sind geöffnet. Das war's. Bootszelt wird jetzt eingepackt. Battle Cat fährt hoch an Kran, wird rausgekrant. Es geht nach Hause. Es war eine Wahnsinnsfischerei. Und auch in der letzten Woche jetzt bei den kalten Wassertemperaturen, bei den vollgefressenen Wallern, konnten wir es noch mal rumreißen, konnten noch ein paar starke Fische fangen. Ja, es war der Wahnsinn. Ich freue mich jetzt schon auf das Frühjahr. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.